Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Schröders Nebenwerte-Watchlist. Natürlich mit Michael Schröder. Hallo, grüß dich. Warte, hast du uns gleich mal zu Beginn der Sendung mitgebracht. Das Bankhaus Metzler ist pessimistisch, hat die Aktie letzte Woche auf Sell oder mit Sell eingestuft. Da ist das Kursziel. Was da denkst ist das du? Kursziel. Ja, das Kursziel, gut, das durchschnittliche Kursziel, wir haben das ja hier schon bis zum Verderben, aber wir haben es ja schon mehrfach benutzt, das durchschnittliche Kursziel bei 113 Euro insgesamt. Also reihen sich in die Reihe der pessimistischen Analysten ein. Die Kursziele, glaube ich, liegen jetzt zwischen 83 und 146 Euro, also irgendwo hier und ganz da unten. Es gibt also auch noch ein paar optimistische Analysten. Jetzt bei Metzler muss man dazu sagen, zum einen die VV-Drive-Thematik. Wir haben das hier schon oft besprochen. Keine Umsatz- und Ergebnisbeiträge in dieser Schätzung berücksichtigt, weil eben vom Unternehmen auch noch nicht viel dazu gesagt wurde, außer dass die Zelle 2024 vom Band läuft, in Serien vom Band laufen soll. Pilotanlage wird jetzt hochgefahren etc. Wir haben das, wie gesagt, schon oft thematisiert. Diese Ergebnis- und Umsatzbeiträge fehlen natürlich, werden dann, so wenn es vom Unternehmen da ein bisschen belastbare Indikationen gibt, mit aufgeführt. Und auf der anderen Seite, ja, ein Tenor der Studie scheint zu sein, dass der Wachstumstrend ein wenig verblasst und nachlässt, eben aufgrund der auch schon besprochenen Schwierigkeiten im ungünstigen Produktmix bei den Preisen, was das Wearables-Geschäft betrifft, also die Batterien für die Kopfhörer, die Boombranche der letzten Monate und Quartale für Warta. Aber auch da bin ich nicht ganz so pessimistisch. Also ich sag mal, ich habe es jetzt schon oft dargestellt, mittelfristig Warta mit Sicherheit sehr aussichtsreich, weil diese Fantasie durch die VV Drive wird irgendwann auch mal zum Tragen kommen und mit belastbaren Zahlen hinterlegt. Kurzfristig fehlen halt die Impulsgeber und das sieht man hier auch im Chart. Wir haben jetzt hier vor den Zahlen ein bisschen Fantasie gehabt, dann kam die Ernüchterung. Am Ende sind wir da, wo wir die letzten Monate auch schon immer waren. Wir liegen jetzt knapp über der GD 200, die ist bei 128 Euro derzeit. Solange die Aktie sich darüber hält, sind wir aus charttechnischer Sicht im grünen Bereich und gehe weiterhin davon aus, dass wir hier eine leicht aufwärtsgerichtete Bewegung sehen werden in den nächsten Monaten, in den nächsten Quartalen, aber so die richtige Dynamik, das braucht halt noch ein wenig Zeit. Kurzum, diese Analystenstudie ist quasi, ich will nicht sagen ein Worst Case, aber das ist ein Basisszenario, wo mit Sicherheit noch sehr viele Umsatz- und Ergebnisbeiträge hinzukommen in absehbarer Zeit. Und kurz, ja, Fazit für diese Geschichte bleibt unverändert, mittelfristig aussichtsreich, kurzfristig wenig Impulse. Man kann sich die Aktie ins Depot legen, aber große Sprünge, wie gesagt, in den nächsten Tagen, Wochen nicht wirklich zu erwarten. Der nächste Chart, der sieht jetzt schon deutlich besser aus, wenn wir auf Deutz blicken. 12 Monatshoch, mal wieder vor kurzem erreicht. Und der erste Wasserstoffmotor, den hat man auch im Portfolio. Das dürfte ja auch beflügeln, die Wachstumsfantasie. Ja, das ist jetzt ein Thema, weil er jetzt erstmal für einen Generator eingesetzt wird zur Stromerzeugung. Das wurde jetzt publik, das ist durch die Presse gegangen. Das ist mit Sicherheit ein sehr spannendes Thema, soll dann später eben auch für die Nutzfahrzeuge eingesetzt werden. Ein reiner Wasserstoffmotor, also nicht der Strom wird nicht über eine Brennstoffzelle generiert und erzeugt, sondern tatsächlich wie ein klassischer Verbrennungsmotor im Motor verbrannt und dadurch dann die notwendige Energie erzeugt. Also sehr innovativ. Deutz hier in der Vergangenheit die Hausaufgaben gemacht im Bereich Elektromobilität, den Motorenbauern kleineren übernommen und auch verschiedene Batteriespezialisten mit ins Boot geholt. Also man stellt sich hier immer zukunftsfähiger, zukunftsträchtiger auf, um eben auch den Ansprüchen, den EEG-Ansprüchen und nicht SEG-Ansprüchen, wie heißen die? Weißt du auch nicht, siehste. Liegt mir gerade auf der Zunge, kommt nicht raus. Aber um dem CO2, dem klimaneutralen Thema jetzt gerecht zu werden, ist Deutz entsprechend aufgestellt. Was mir noch sehr gut gefällt, ist, dass wir durch die Kooperation in China, man hat also Joint Venture in China aufgebaut, dass man da im Bereich der Materialversorgung jetzt möglicherweise Engpässe ein bisschen umschiffen kann, um so auch diese Lieferkettenproblematik ein bisschen zu umfahren. Und man sieht es, man sieht es im Chart, die Investoren sind zufrieden. Es gibt Analysten, die die Aktie bei über 12 Euro fair bewertet sehen. Der Durchschnitt liegt hier auch im Bereich
Bereich 9. Und ich gehe mal davon aus, wenn sich die operative Entwicklung jetzt so weiter darstellt wie bisher, dann sehen wir möglicherweise im zweiten Halbjahr, also im Q4, nochmal eine Prognoseerhöhung. Im April wurde die Prognose schon einmal nach oben angepasst. Ein Effizienzprogramm wird nächstes Jahr seine Wirkung entfalten. Also alles in allem ein blitzsauberer Trend. Und das jetzt hier mal als trendstarke Aktie. Ich gehe davon aus, dass wir die 10-Euro-Marke im laufenden Jahr noch sehen werden. Der nächste Wert ist ja auch sehr gut gelaufen und schon lange einer deiner Favoriten, sage ich jetzt mal. Im 6-Monats-Chart sieht es gar nicht so gut aus. Wir können gleich dann auch auf den Jahreschart blicken. Da sieht man es noch besser. Ist trotzdem noch Luft drin, Fantasie drin, kann es weiter nach oben gehen. Wie du es schon gesagt hast, im 6-Monats-Chart jetzt sieht es nicht wirklich gut aus. Brutto für Netto auch mehr oder weniger stagniert. Wir haben immer mal die Peaks gehabt bis 60 Euro oder hier bis 55 Euro immer wieder konsolidiert, sind jetzt hier im Bereich der 45-Euro-Marke. Und ich habe immer gesagt, Kurse unter 50 Euro sind Kaufkurse. Das Thema, wir haben es auch das haben wir schon oft besprochen, aber ich wollte es jetzt nochmal mitbringen, weil die Kursentwicklung in den letzten Wochen doch sehr, sehr schwach war und es sich nicht so dargestellt hat, wie ich es eigentlich erwartet habe. Ich bin davon ausgegangen, dass wir jetzt schon in den Aufwärtstrend übergehen und hier weitere Kurszuwächse sehen. Aber Fakt ist, ab dem vierten Quartal kann IBU-Tec mit dem LFP-Material, also mit dem Batteriematerial für LFP-Batterien, an den Start gehen. Bisher ist man hier als Dienstleister aufgetreten, hat also für einen Batteriehersteller diese Materialien zugeliefert. Ab 1. Oktober kann man die Eigenproduktion starten, kann die Maschinen hochfahren. Das bedeutet natürlich für ein stark nachgefragtes Produkt eine deutlich höhere Marge. Die Aussichten, was die Nachfrage betrifft, hat das Unternehmen auch schon mal ein bisschen angerissen. Es gibt jetzt schon erste Abnehmer für ein Produkt, was quasi erst im vierten Quartal in die Produktion geht. Weitere sollten dazukommen und hier in dem Chart sieht man eben auch, klar, wir haben immer diese langen Seitwärtsphasen, wir schieben uns immer weiter nach oben. Aus meiner Sicht wird dann spätestens mit dem Produktionsbeginn im Oktober die nächste Aufwärtswelle starten und dann werden wir uns mit der Aktie dann auch über die 60 Euro, nachhaltig über die 60 Euro Marke bewegen. Das ist über das zweite Eisen im Feuer, das Glascoating, also die Beschichtung von Glasflaschen haben wir auch schon mal besprochen. Also Unternehmen hat einiges zu bieten und hat auch einen ambitionierten Plan bis 2025. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass wir hier eben auch in Sachen Kursentwicklung dem endlich mal nachkommen. Es braucht vielleicht noch ein, zwei Tage, aber die nächste Aufwärtswelle, wie gesagt, sollte dann über 60 Euro gehen. Könnten wir uns da auch dann wieder auf diesem Niveau stabilisieren. 75 Euro bleibt mein mittelfristiges Kursziel, also ins neue Jahr hinein. Potenzial hat auch noch der nächste Wert, zumindest wenn es laut Analysten geht. 70% hast du jüngst in einem Online-Artikel geschrieben bei Vacutech. Warum sind die Analysten hier positiv gestimmt? Ja, man muss das Pferd hier vielleicht mal ein bisschen von hinten aufzäumen. Auch hier haben wir jetzt in den letzten Wochen eine relativ schwache Entwicklung, die gar nicht im Einklang zu den Wachstumszahlen, die das Unternehmen präsentiert hat. Aber Vacutech, wir haben es hier auch oft besprochen, ein Profiteur der Corona-Thematik mit den Boxen und Containern, die temperatursensiblen Impfstoffe werden größtenteils damit verschickt. Das hat einen ordentlichen Schub für den Umsatz und Gewinn gebracht. Und jetzt wird am Markt anscheinend schon die Zeit danach thematisiert, besprochen. Und da denken viele Leute, dass Vacutech dann, wenn diese Corona-Thematik vom Tisch ist, dass das für das Unternehmen dann auch die Wachstumsfantasie raus ist. Das ist aber eben nicht so, weil diese Technologie gab es vor Corona schon und war sehr, sehr vielseitig einsetzbar, gerade im Bereich von Medikamenten. Versand und das Unternehmen forscht und entwickelt, hat seine Hausaufgaben gemacht und jetzt geht es natürlich darum, zum einen der nächste Wachstumstreiber ist die Isolierung von Isolierung von Rohrleitungen, ein richtig interessantes Geschäft, weil man mit diesem leichten und leicht verarbeitbaren Werkstoff das sehr gut umsetzen kann. Im Automobilbereich gibt es erste Kooperationen zur Isolierung des Motorraums. Es gibt Studien, dass dadurch dann die Leistung der Batterien durch diesen Wärmeschutz, dass die Leistung der Batterie bis zu 30% gesteigert werden kann. Also auch ein interessanter Aspekt dann im Luftfahrtbereich natürlich. Je leichter und besser isoliert, desto interessanter
für den Einsatz in Flugzeugen. Es geht dann noch viel weiter. Es gibt noch Themen wie Lebensmittelversand oder auch das Stichwort E-Rezept, wenn wir dann irgendwann mal zur Online-Apotheke den Versand von verschreibungspflichtigen Medikamenten kommen, auch mit diesen Boxen möglich. Also es gibt eine Vielzahl von potenziellen Wachstumstreibern nach der Corona-Zeit im Chart. Ja, man sieht, dass sie nichts sehen. Also es hat sich tatsächlich relativ wenig bewegt. Der Hype, der Corona-Hype im November wird jetzt seit Monaten auskonsolidiert, wo, wie du es eingangs schon gesagt hast, die Analysten jetzt, die Kursziele liegen zwischen 32 und 48, also allesamt über dem aktuellen Niveau bis zu 70% Kurspotenzial. Aus meiner Sicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Investoren eben auch tatsächlich erkennen, dass jetzt die Zeit nach Corona, die noch lange nicht vorbei ist, weil da werden immer noch reichlich Umsätze und Gewinne eingefahren, Stichwort Drittimpfung etc. pp., das wird in den Medien oft thematisiert. Aber es gibt eben auch eine Zeit danach und irgendwann werden die ersten Investoren das erkennen und dann auch auf das nachhaltige Wachstum, das das Unternehmen tatsächlich zeigt, in Umsatz und EBITDA, sehr starkes, nachhaltiges Wachstum. Und dann sollte aus diesem langen Seitwärtstrend auch wieder eine Trendfortsetzung in Richtung 40 Euro resultieren. Der letzte Wert, auf den wir blicken, der hat zu Wochenbeginn Zahlen vorgelegt. Ernst Roswies, sind die ausgefallen? Ja, die sind erwartet stark ausgefallen. Hier muss man sagen, Ernst Russ, ich sag's mal, ist überspitzt dargestellt eine kleine Hapag-Lloyd, also auch eine Reederei in Hamburg ansässig, haben die wenigsten Investoren auf der Agenda. Wer in dem Bereich aktiv ist, setzt auf Hapag-Lloyd. Die Aktie hat sich natürlich auch sehr, sehr stark entwickelt. Und ich sehe hier bei Ernst Russ noch einiges an Nachholpotenzial. Die Halbjahreszahlen haben jetzt auch gezeigt, dass man diese Entwicklung Es geht am Ende um die Entwicklung bei den Frachtraten. Die Nachfrage ist hoch, die Auslastung liegt bei 99,9% der Schiffe. Ich glaube, 71 Schiffe hat das Unternehmen und die Nachfrage ist klar, ist enorm. Das haben wir auch schon oft besprochen und man hat es überall gelesen. Nach dem Corona-Loch ist die Wirtschaft jetzt deutlich angesprungen. Dazu kommen dann Themen wie Hafensperrungen in Asien oder auch die Geschichte im Suezkanal, die Sperre. Man sieht, die Nachfrage für Container auf diesen Schiffen oder für Schiffe ist enorm. Man hat jetzt nachverhandeln können, weil Charter ausgelaufen sind und die durchschnittliche Charterrate bei Ernst Russ liegt jetzt 49% über dem Vorjahreswert und ich sag mal Tendenz stark steigend, weil wie gesagt, die Nachfrage boomt. Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wenn man sich ein paar Indizes aus der Branche anschaut, es geht alles steil nach oben und es ist vor allem kein Ende in Sicht. 37% Umsatzwachstum zum Halbjahr. Das EBIT ist von 1,8 auf 8,6 Millionen gesteigert worden und auch hier heißt es Tendenz steigend. Wie gesagt, das ist jetzt kein Strohfeuer auf ein, zwei Quartalssicht, weil diese Charter werden natürlich über einen längeren Zeitraum jetzt dann wieder neu verhandelt. Also die Preise werden dann auch im längeren Zeitraum bezahlt. Und man sieht hier im Chart, wir sind im Aufwärtstrend und wir sind jetzt dabei, uns über die 4-Euro-Marke zu steigen und uns dort vermutlich auch zu etablieren. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier einen relativ dynamischen Anstieg sehen werden. Coverage-mäßig noch sehr dünn, also kaum Analysten, die sich damit beschäftigen. Auch das dürfte sich ändern. Wir sind jetzt bei einer Market Cap von rund 130 Millionen Euro. Also alles in allem, man hätte das Ganze, was ich jetzt in 2 Minuten ohne zu atmen ausgeführt habe, auch einfach mit dem Pfeil nach oben. Also bei Ernst Russ im Moment alle Pfeile nach oben. Aktie, operativ, Nachfrage, Auslastung. Und deswegen aus meiner Sicht ein sehr interessanter Spezialwert, der sich als Risiko Beimischung, nicht als Risiko, als spekulative Beimischung für jedes Depot durchaus einigt und vor allem im Hinblick, um die Kurve zu kriegen, zu Hapag-Lloyd, mit Sicherheit bewertungstechnisch auch noch eine interessante Alternative. Ja, definitiv sehr interessant. Viel Potenzial bei den Werten, die du heute dabei hattest. Das war es aber schon wieder. Dankeschön, Michael, für heute. Schön, dass du wieder dabei warst. Sehr interessant, klingt ja richtig toll. Das klingt sehr gut. Alles steigt, hast du gesagt. Also alle grüne, nur Pfeile nach oben. Das ist mal. Man weiß ja nie an der Börse, es kann auch irgendwas passieren, dass es dann doch abwärts geht. Das wollen wir nicht hoffen. Nein, das wollen wir nicht hoffen. Deswegen, wenn ihr es interessant findet, legt es euch mal auf die Watchlist. Es kann nie schaden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.